Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Der Nationalfeiertag der Schweiz steht vor der Tür. 1. August. Und da backen wir klassischerweise die 1. August-Wecken. Da gibt es schon viele Varianten auf meinem Kanal, aber noch keine vegane. Und darum habe ich jetzt das Rezept hier veganisiert. Ich starte mit einem Kochstück. 125 Gramm Mandelmilch in einen Kochtopf und 25 Gramm Weizenmehl Typ 55. Dann auf dem Kochherd alles zum Kochen bringen. Du kannst dich da natürlich auch für eine andere Milchalternative entscheiden, das dir überlassen. Ich finde, Mandelmilch bringt immer noch einen zusätzlichen, angenehmen Geschmack ins Gebäck. So, das war's auch schon. Das Kochstück ist ready. Das macht uns die 1. August-Wecken dann richtig schön saftig. In eine frische Schüssel rein und kühl stellen. Und sobald es ausgekühlt ist, geht's weiter. Weiter geht's. Ich mache das immer am Vortag über den Kühlschrank. Du kannst es aber auch gerne einfach kühl stellen und dann gleich weitermachen, sobald es kühl ist. Dann 475 Gramm Weizenmehl 55. In die Küchenmaschine. Und heutzutage ist es eigentlich relativ simpel, das Ganze zu veganisieren. Ei einfach mit der Flüssigkeit ersetzen. Bei mir jetzt Mandelmilch, 180 Gramm. Und statt Butter Margarine nehmen oder veganer Butterersatz, in diesem Fall 70 Gramm. 10 Gramm Frischhefe, 10 Gramm Salz, 30 Gramm Hello Sweetie oder Kristallzucker und alternativ 40 Gramm Sauerteig. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe starten und den Teig dann auf höherer Stufe schön kneten für 10 bis 15 Minuten. Der Teig knetet jetzt bei mir 15 Minuten, den kannst du richtig intensiv kneten. Hier passiert eigentlich nichts. Natürlich so, dass es die Maschine aushält und nicht vom Tisch runterfällt. Und dann noch so zwei, dreimal auf die Tischplatte schlagen, rund machen. Und diesen Teig hier lassen wir jetzt nur 15 Minuten gehen. Dann einmal nochmal schlagen, nochmal 15 Minuten gehen lassen. Und dann wird er schon geformt, denn er wird über Nacht im Kühlschrank parkiert. 30 Minuten später, weiter geht's. Kurze Stockgare, lange Stückgare. Das verhindert, dass der jetzt schon zu luftig ist und ich dann überall Blasen habe. Man will eine schöne Oberfläche. Zusätzlich, wenn die Stockgare zu lang ist und du machst die Gare über den Kühlschrank, dann hast du oben noch ganz so kleine Bläschen. Die will man beim Brot haben, aber nicht hier bei einem Augustwecken oder Butterzopf. Der soll schön flach sein. Eben nach 15 Minuten habe ich den noch einmal so zusammengeschlagen. Das ersetzt eigentlich das Dehnen und Falten, falls der Teig nicht perfekt ausgeknetet ist. Halbieren. Manchmal braucht es kein Mehl oder sonst nur ganz wenig Mehl. Und dann die Oberfläche hier etwas wenden. Kugeln formen, das geht eigentlich wunderbar. Schön fester Teig. Einfach nicht zu viel Mehl nehmen, sonst schleift er nur noch auf der Tischplatte rum. Auf ein Backblech legen. Jetzt bekommen die den ersten Anstrich. Natürlich nicht mit Ei, sondern ich nehme auch hier gleich Mandelmilch. Die Mandelmilch ist hier übrigens ungesüßt bei mir. Alternativ kannst du auch eine gesüßte nehmen, dann wird das Gebäck einfach etwas süßer oder du fährst mit dem Zucker einfach etwas zurück. Dann das Backblech im Kühlschrank parkieren. Wenn du ein Platzproblem hast, dann kannst du die auch ohne Blech reinschieben, einfach auf einer Teller, Platte, was auch immer. Ich decke die nicht zu. Je nach Kühlschrank kann es aber sein, dass die etwas fest eine Haut bilden. Ist bei mir nicht der Fall. Wenn das so ist bei dir, dann jetzt kurz so eine halbe Stunde antrocknen lassen im Kühlschrank und erst dann abdecken, sonst klebt dir alles auf der Oberfläche. Die Teile konnten jetzt über Nacht im Kühlschrank reifen, waren bei mir gute 12 Stunden im Kühlschrank. Ich habe die gar nicht zugedeckt, der Anstrich reicht. Es bildet dann so eine leichte Haut, das ist völlig optimal. Und jetzt habe ich den Ofen auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt. Auf Ober-Unterhitze etwa 190, 200 Grad. Zweiter Anstrich mit Mandelmilch.
Und jetzt, 1. August, Nationalfeiertag der Schweiz. Da darf das Schweizer Kreuz nicht fehlen. Einmal hier einschneiden, dann parallel nebendran auch noch das gleiche oben, seitlich, bis ein Kreuz entsteht. Und jetzt die Teile nur noch verbinden, schön gleichmäßig, richtig tief runterschneiden. Das war's. Wenn du dieses Rezept cool findest, aber denkst du, ich bin von Österreich oder Deutschland, ich will kein Kreuz reinschneiden, das ist natürlich schade, aber dann gibt es noch die Variante, einmal so einzuschneiden, direkt zu verbinden und das Ganze hier übers Kreuz zu machen. Ab in den Ofen damit, 180 Grad, wie schon gesagt, rein damit, ich backe sie ohne Dampf. Wenn du sie mit Dampf backen willst, dann warte 2 Minuten, bis du Dampf einsetzt oder Wasser aufgießt, nicht dass der Anstrich abgewaschen wird. Freunde, die Augustwecken sind gebacken. Nach 25 Minuten sind die gleich ready. Hier abschieben und die sehen toll aus. Schöne Farbe, schön aufgezogen, Schweizer Kreuz sieht man perfekt, wunderbar. Am besten sind sie natürlich etwas lauwarm. Und guck mal, wie schön wattig das innen ist. Wunderbar. Super schön. Duftet sehr aromatisch. Weiche, zarte Kruste. Innen dann wie ein Kissen. Super wattig, aromatisch. Leichte Süße. Super easy gemacht, super cool zum Vorbereiten am Vortag, am Morgen nur noch backen. Deine Familie wird dich dafür lieben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und allen Schweizern natürlich einen schönen 1. August. Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.